Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal einen Blog oder ich gehe mal auf dieses Twitter. Das war damals auch alles neu und jahrelang haben auch Menschen gesagt, muss das eigentlich sein? Brauche ich das? Und dann habe ich immer oft gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, aber ich möchte wissen, wie es funktioniert. In Deutschland ist es immer ein bisschen leichter, Sachen schlecht zu finden, oder? Also Bestseller, Bücher beklagen häufig etwas, ja, oder ja, also kritisieren etwas und finden Sachen schlimm. Und es gibt so eine leichte maschinenstürmerische Tendenz, gerade unter deutschen Intellektuellen, eigenartigerweise immer noch, auch hier und da unter deutschen Politikern. Ich finde das ja immer viel interessanter zu schauen, was machen die Menschen damit? Und wenn ich gerade in der Stadt wie Berlin schaue, was machen junge Menschen mit der Technologie? Dann ermächtigt sie diese Technologie, Dinge zu tun, die selbst ich, und ich bin ja auch schon über 40, als ich jung war, nicht tun konnte. Nämlich, die gründen Firmen, die haben Ideen und setzen sie dann gleich um als Start-up. Die machen ihr eigenes Ding. Denen ist klar, dass so dieser klassische Lebenslauf, also der Job fürs Leben, der Job im großen Konzern, das ist eh passé. Ja? Spätestens seit der Wirtschaftskrise wissen sie das. Davon gibt es immer weniger. Und so fragen Sie sich dann, wenn es gleichzeitig immer leichter geworden ist, sich selbstständig zu machen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Hinweise. Es ist wirklich dramatisch günstiger geworden, die Ausstattung und so weiter. Ich brauche eigentlich gar kein Büro mehr. Ich brauche eigentlich für sehr viele Geschäftsideen heutzutage nur noch einen Laptop und eine Internetverbindung. Und dann machen die einfach mal. Und dann hat man plötzlich in Deutschland etwas, was man eher so aus dem angelsächsischen Raum kennt, nämlich eine positive Konnotierung von Begriffen wie Unternehmertum. Also Entrepreneurship, das ist ja im angelsächsischen Raum was Gutes. In Deutschland ist es eher so, naja, die Unternehmer. Ja? Das ist dann im Zweifel immer eher der böse Unternehmer, dem ich nicht kontrollieren muss, ja? Oder der anderen was wegnehmen will. Und ich glaube, das hat dann auch wiederum viel mit, vielleicht mit Bildung zu tun oder mit Werten vermitteln. Warum erzählt man den Kindern in der Schule nicht, dass sie ihre Ideen auch selber umsetzen können? Warum sagt man ihnen nicht, überleg doch, bevor du einen Job suchst fürs Leben und für jemand anderen arbeitest und für die Ideen von jemand anderen arbeitest, warum schaust du nicht erst mal, ob du aus deinen Ideen auch ein Geschäft machen kannst und damit Geld verdienen kannst? Kann nämlich total viel Spaß machen. Und da gibt es heute ganz viele Bücher zu, da gibt es dann da gibt es Workshops zu und man sieht das Ergebnis. Also in Berlin wird ja immer genannt, also Startup Capital of Europe, sagen die Amerikaner. Und da ist was dran. Viele Berliner Startups sind international erfolgreich. Und das liegt eben daran, dass es sehr viel einfacher geworden ist. Und nicht zuletzt daher kommt mein Optimismus, was die Technik angeht. Informieren sich Menschen heutzutage zunehmend in diesem Modell des Streams, wie die Amerikaner sagen. Also man kennt das so von Facebook oder von Twitter. Also ich habe einen individualisierten Nachrichtenstrom, den ich mir aus vielen, vielen verschiedenen Quellen zusammenstellen kann. Und diese Quellen wiederum, wenn ich nicht so gut damit umgehe, dann habe ich das Problem Informationsflut, zu viel strömt auf mich ein, was ja nicht zu Unrecht auch viel beklagt wird. Wenn ich das aber gut einstelle, diesen Informationsstrom, der auf verschiedenen Wegen zu mir kommen kann, wenn ich diese Quellen für mich gut auswähle, und es ist dann eine Frage der richtigen Filter, dann habe ich eigentlich das, wo jahrelang immer überlegt wurde, ob es das geben kann, die individualisierte Tageszeitung oder den individualisierten Fernsehkanal. So, und das sieht man bei immer mehr jungen Menschen, dass die das richtig gut können. Die wissen das ganz genau, wo sie sich was herziehen. Die Informationen über ihre Hobbys, die Informationen aber auch über weltpolitische Geschehnisse und so weiter. Und die Herausforderung ist jetzt, glaube ich, für große Medienmarken, aber vielleicht auch für Marken an sich, die über sich oder ihre Produkte sprechen möchten, in diese Ströme hineinzukommen. Wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich das mit meinen Inhalten? Und das kann dann auch für die Tagesschau gelten. Ja? Auch die Tagesschau wird in der Regel von einem 20-Jährigen vermutlich nicht mehr um 20 Uhr abends eingeschaltet. Sie wird vielleicht noch mal online sich gestreamt angeschaut. Aber höchstwahrscheinlich wird auch jemand wie die Tagesschau oder eben wie andere Fernsehanbieter schauen müssen, dass sie ihre Informationen runterbrechen in kleine Module, die man über Social Media verteilen und dann auch weiterempfehlen kann, weil das wird die Zukunft sein der Informationsaufnahme. Die Grundannahme, dass Arbeit uns glücklich machen könnte, birgt natürlich zugleich die Gefahr, dass wenn die Arbeit uns nicht glücklich macht, dass wir dann selber schuld sind.
An der Stelle muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen. Gleichzeitig, wenn man das jetzt mal so mitschwingen lässt, ist es objektiv ja tatsächlich so, dass wenn ich mal aufhöre, mir mein Leben nur vorzustellen als die Möglichkeit für jemand anderen zu arbeiten, mein Leben lang 9-to-5 in ein Büro zu gehen und die Visionen anderer Menschen umzusetzen oder vielleicht auch, keine Ahnung, das Geld anderer Menschen zu mehren. Wenn ich diesen Schalter einmal umlege im Kopf und sage, was möchte ich denn eigentlich? Ja, was interessiert mich denn eigentlich? Kann ich davon vielleicht auch leben? Vielleicht nicht unbedingt gut leben, aber leben. Und interessiert das möglicherweise auch andere Menschen? Wenn ja, wie finde ich diese anderen Menschen? Dann habe ich plötzlich, glaube ich, einen Denkprozess in Gang gesetzt. Nicht nur bei jungen Menschen, da gibt es ganz viele, also ich will nicht sagen Midlife-Crisis, aber es gibt, glaube ich, ganz viele 30-, 40-Jährige, die sich auch fragen, muss das so weitergehen? Ist das eigentlich gutes Leben, das ich führe? Was würde ich eigentlich wirklich gerne tun? Und das ist jetzt eben auch nicht nur so ein romantisches Träumen, sondern da sind wir wieder bei dem Punkt, Technologie ermöglicht es zunehmend auch Ideen umzusetzen. Das geht wirklich von dem kleinen Schokoladenversand, ja, online bis zu großen Startup-Ideen, die sagen, ich möchte auch Social Entrepreneurship, ich möchte den Menschen in der Welt helfen, wie kann ich das tun? Dass das also möglicher wird. Und Seth Godin, amerikanischer Theoretiker, hat das mal ganz schön gesagt, man muss eigentlich Stämme bilden. Ja? Man muss eigentlich sich hinstellen und sagen, ich kann etwas gut, ich interessiere mich für etwas, ich brenne für etwas, das ist meine Leidenschaft, das will ich tun. Und je mehr Menschen davon hören, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen, die sich für dasselbe interessieren, mich finden. Und um meine Leidenschaft herum also etwas entsteht. Und da natürlich muss man sagen, warum ist das heute anders als vor 100 Jahren? Durch das Internet. Denn das Internet und Social Media ermöglichen es mir, damit mit dieser Leidenschaft gefunden zu werden. Und vielleicht ist mein Stamm einer, der über die ganze Welt verteilt ist. Und vielleicht sind es nur 50 oder 100 Menschen. Kevin Kelly, der Wired-Gründer, hat mal gesagt, es reicht, wenn man 1000 echte Fans hat. 1000 Fans reichen, um einen, ja, auch zu finanzieren. Weil die fahren, wenn man Musiker ist, zu deinem Konzert, die kaufen dein Buch, die kaufen dein Produkt, die empfehlen dich weiter, die erzählen von dir. Und das ist eben durch Online sehr viel stärker geworden. Und wie gesagt, wenn man einmal anfängt, so über sein Leben und auch vielleicht über seine, ganz naiv, über seine Träume nachzudenken und sich nicht immer sagen zu lassen, das ist doch unrealistisch, ja, such dir mal einen richtigen Job. Dann geht ein Blumenstrauß an Möglichkeiten auf und das ist toll. Gibt es eine digitale Spaltung der Gesellschaft? Ich weiß gar nicht. Das wird immer so als Schreckgespenst an die Wand geworfen, aber meine Eltern skypen, ja, mein Vater ist über 70, ja, der skypt mit seiner Enkeltochter, das findet er toll und jeder hat man fast das Gefühl, ist heutzutage auf Facebook. Also ich finde, das ist nicht, es gibt viele Gefahren, aber das ist eigentlich keine. Also die digitale Spaltung der Gesellschaft finde ich nicht so gefährlich. Interessanter ist die Frage, wie klug oder nicht klug gehen wir mit diesen Werkzeugen um, die uns da an die Hand gegeben werden. Denn natürlich sickert Arbeit immer mehr ins Privatleben ein, sind wir immer erreichbar, schalten wir nicht mehr ab. Und das sind so Gefahren. Und da gibt es aber, also da glaube ich, dass wir neue Kulturtechniken werden erlernen müssen. Also wir sind jetzt in einer Umbruchphase. Ja. Es ist alles noch neu. Man probiert das mal so aus. Ja. Man weiß, man macht dann auch oft auch zu viel. Ja. Klar, dann ist nachts noch das Handy an und am Wochenende wird auch noch ge-emailt. Aber wir lernen das alles noch. Und man sieht ganz viele erste Entwicklungen, wie es in Unternehmen beispielsweise Policy-Anstrengungen gibt, die auch nicht alle richtig sind. Also Volkswagen hat neulich entschieden, dass sie nach, ich glaube, 19 Uhr den E-Mail-Server abstellen, damit die Menschen nicht so lange arbeiten. Halte ich für falsch. Ja, man muss den Menschen schon offen lassen. Das ist ja gerade das Tolle an dieser neuen Arbeitswelt, dass man ihnen sagt, wann und wo willst du deine Arbeit erledigen. Aber es ist sicherlich ganz wichtig, dass wir uns auch Regeln gegenseitig geben, also gemeinsam aushandeln, wie wir leben und arbeiten wollen mit diesen neuen Techniken.